Der Neumond in der Waage ist ein Mikromond und geht mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis einher. Mit dem Zeichen Waage geht es um Ausgleich, Harmonie, Gerechtigkeit und unsere Beziehungen. Mit dieser Sonnenfinsternis werden die Schatten beleuchtet und kommen ans Licht. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Annabella Drexler, dein Coach für alle Fälle. Schön, dass du hier bist. Der Neumond im Zeichen Waage am 14.10.23 wird um 19.55 Uhr exakt. Wie gesagt, geht dieser Neumond, dieser Mikromond, mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis einher. Und diese Sonnenfinsternis geht eine Verbindung mit dem südlichen Mondknoten ein. Das heißt, es hat auch einen karmischen Hintergrund und wir dürfen hier uns bewusst werden, welche Dinge wir loslassen wollen. Ja, weil der südliche Mondknoten steht immer dafür, was wir loslassen dürfen, um zu unserer Lebensaufgabe sozusagen zu kommen. Diese ringförmige Sonnenfinsternis hat ihre größte Verfinsterung um 17.59 Uhr und dauert 5 Minuten. Sie wird sichtbar sein am ehesten am Karibischen Meer in Nicaragua, also dort ist quasi der Höhepunkt dieser Sonnenfinsternis. Und in der Astrologie leiten wir die Minuten der größten Verfinsterung sozusagen ab. Diese Energien wirken dann quasi die nächsten 5 Jahre. Also sie sind sehr, sehr starke Energien, die auch Einfluss auf genau diese Lebensbereiche, genau auf diese Waage-Thematiken haben, die mit dieser Sonnenfinsternis sozusagen einhergehen. Wenn wir uns diese Sonnenfinsternis auch symbolisch anschauen, dann beleuchtet ja die Sonne sozusagen unbewusste Schatten, die schon lange im Verborgenen schlummern, die aber jetzt wahrgenommen werden möchten. Das sind Dinge oder Wesenszüge, die wir nicht sehen können, die uns unbewusst sind. Das sind Dinge und Wesenszüge, die uns blockieren oder stagniert sind oder auch verloren gegangen sind in unserem Unterbewusstsein. Diese Dinge möchten gerne ans Licht kommen. Und wir dürfen uns fragen, wo sind wir geblendet oder was ist untergegangen oder entzieht sich unserer bewussten Wahrnehmung? Und diese Sonnenfinsternis wirkt wie ein Reset-Knopf für unsere Beziehungsdynamiken und hebt auch das Licht hinter den Schatten hervor. Also was du bisher auch nicht bemerkt hast. Es geht um das Geben und Nehmen, um den Vergleich, wie wir uns selbst verbiegen, um Harmonie herzustellen oder auch Beziehungen funktionieren zu lassen. Wie wir unsere Energie auch mit anderen teilen. Und mit der Waage-Energie geht es natürlich in allererster Linie um die Beziehung und um die Begegnung mit uns selbst. Weil die Waage gerne Ausgleich, Balance, Harmonie und Gerechtigkeit und auch Gleichberechtigung möchte, wirst du etwas in dir wahrnehmen, das aus dem Gleichgewicht geraten ist in dir, in deinen Beziehungen und natürlich auch in dieser Beziehung zu dir selbst, ja. Du siehst es durch deine Verhaltensweisen, durch deine Beziehungsmuster, durch die Themen, die wie eine Überschrift über all deinen Beziehungen steht. Es geht also um die Thematiken, wie verbindest du dich mit anderen und sind es wertschätzende oder wertvolle und dienliche Beziehungen, die du aufbaust? Du erkennst in dir, was nicht mehr dienlich ist, was ungesund geworden ist oder was nicht mehr gleichberechtigt ist. Also frag dich auch, was kompensierst du denn damit und wo verausgabst du dich? Ja? Und schadest sozusagen der Beziehung zu dir selbst. Jetzt wird dir bewusst, was für dich nicht mehr tragbar ist. Hier gehört aufgeräumt. Warum und wie mache ich denn das? Das allerwichtigste Credo hier ist die Kommunikation. Was nicht mehr im Einklang mit dir ist, gehört jetzt gelöst.
Das muss ja nicht immer gleich bedeuten, dass wir uns trennen von irgendwelchen Menschen, sondern es geht darum, wirklich hier in die Kommunikation zu gehen und neue Lösungsansätze zu finden, wirklich eine reife Form von Beziehungen zu kultivieren und auch eine reife Beziehung zu uns selbst zu kultivieren, also auch zu verstehen, was sind denn meine Bedürfnisse, ja, was sind meine Reaktionsmuster innerhalb von Beziehungen, was ist mir wichtig? Und hier dürfen wir auch unsere Selbstfürsorge nicht vergessen, denn da gehen wir oft drüber hinweg. Und hier können wir jetzt mit dieser Sonnenfinsternis und diesem Neumond wirklich die Verantwortung für uns selbst übernehmen, die Verantwortung in Beziehungen übernehmen und können auch so Schwachstellen in uns jetzt stärken. Zum Beispiel, wie gesagt, diesen Selbstwert, diese Selbstfürsorge, ja, indem wir wirklich uns bewusst werden, was ist mir wichtig, was sind meine Werte innerhalb von Beziehungen, was für Beziehungen möchte ich gerne führen. Und was möchte ich innerhalb von Beziehungen nicht mehr haben? Wo möchte ich nicht mehr über meine Grenzen gehen? Wo möchte ich nicht mehr mir selber schaden? Ja? Das stärkt natürlich unser Selbstbewusstsein und auch die Eigenliebe und damit auch unsere Beziehungen, die somit auf ein neues und gesundes Niveau gehoben werden können. Diese alte Version von uns selbst und von unserem alten Beziehungsbild können wir mit dieser Waage-Energie wirklich hinter uns lassen. Und die Waage ist ja ein Luftzeichen. Das heißt, sie ist eher objektiv und nimmt eine neutralere Position ein. Damit gelingt es uns wirklich leichter, in diese Selbstbetrachtung zu kommen. Wo in mir fehlt das Gleichgewicht? Ja? Oder wo darf ich aus einer Komfortzone rausgehen, die mir mittlerweile sowieso nur noch schadet? Ja, Thematiken, die hier auch sind, wo lebe ich zu sehr meine männliche Energie oder wo lebe ich zu viel meine weibliche Energie? Beziehungsweise kannst du ja auch mal schauen, vertraue ich dieser männlichen Energie oder vertraue ich dieser weiblichen Energie oder eben nicht? Und das darf ich dann auch wirklich in mir selber in die Balance bringen. Es ist auch so, dass das mit dieser Symbolik auch angezeigt ist, dass jemand im Außen dich bewusst macht auf etwas, dich hinweist auf etwas oder auch dich triggert. Ja? Und dieses Triggern ist ja wirklich dafür da, um uns aufmerksam zu machen. Das verursacht natürlich im ersten Moment einen Schmerz, aber dieser Schmerz ist nicht durch den Trigger ausgelöst worden, sondern dieser Schmerz, der liegt bereits in der Vergangenheit. Das heißt, ich habe hier eine Verletzung, die noch nicht geheilt ist. Und dieser Trigger hilft mir eigentlich, das aus dem Unbewussten an die Oberfläche zu befördern, damit ich es jetzt heilen und transformieren und auch wandeln kann. Und meistens sind es emotionale Geschichten, die hier in die Heilung kommen dürfen oder auch müssen. Ja? Das heißt, ich darf mir auch mal die Zeit nehmen, mit diesen Emotionen zu sitzen und sie wirklich zu fühlen und nicht mehr zu verdrängen. Und es werden so Trigger oder Dinge sein, ja, also etwas, das im Schatten, also im Unbewussten liegt, das nur wir selbst verändern können. Durch das, dass wir die Verantwortung für uns selber auch übernehmen. Pluto nimmt auch noch mal so eine Position ein und legt den Finger auch noch mal tiefer in unsere Wunden. Hier können wir erkennen, wo wir selber tatsächlich der oder die Böse in dem Spiel sind. Natürlich geht es auch um Themen wie Selbstsabotage und wie wir unsere Beziehungen sabotieren, durch vielleicht Mangel an Vertrauen, durch vielleicht irgendwelche Reaktionsmuster, durch Herzensmauern, die wir in der Vergangenheit aufgebaut haben, innerhalb dieser Beziehungen. Also Pluto macht uns auch sichtbar, wo wir vielleicht noch Ego-Strukturen haben, die uns nicht dienlich sind, wo wir selber falsch gelegen sind innerhalb von Beziehungen, wo wir selbst vielleicht auch die Hauptrolle spielen bei Streitigkeiten beispielsweise.
Hier dürfen wir wirklich in unseren Reifeprozess sozusagen einsteigen, unsere Verantwortung dafür, für unsere Rolle, für unseren Anteil an diesen Diskrepanzen auch übernehmen, uns eventuell auch entschuldigen, ja. Und hier sind auch die Themen Scham und Schuld sehr präsent und kommen an die Oberfläche. Das sind natürlich Anteile in uns, die wir zum einen, die uns nicht bewusst sind, klar, zum einen, ja. Zum anderen sind es Dinge, die wir, oder Wesenszüge, die wir anderen auch ungerne zeigen, die wir selber an uns nicht mögen, ja. Und da geht es jetzt wirklich darum, das in die Erlösung zu bringen, das wirklich jetzt auch zu transformieren. Und da sei bitte, bitte wirklich liebevoll mit dir. Mach dich nicht noch zusätzlich fertig, sondern sei verständnisvoll mit dir selber. Ja? Und tue das, was erforderlich ist, was du einbringen darfst jetzt, um diese Geschichte für dich in eine Harmonie zu bringen. Die Opposition zum Chiron zeigt und triggert eben auch so alte Verletzungen in Beziehungen in der Vergangenheit, um, wie gesagt, in die Heilung zu führen, um uns mehr in die Selbstliebe zu bringen. Und hier ist es wirklich hilfreich, bewusst diese Annahme und Akzeptanz für uns selber, für unsere Verhaltensweisen herzustellen, um dann auch wirklich in die Heilung kommen zu können, um das integrieren zu können und gerade auch diese Lernerfahrungen zu integrieren. Denn das wiederum wirkt sich ja positiv auf all unsere Beziehungen aus. Dieser Chiron wirkt sehr persönlich und tatsächlich auch unangenehm. Es spiegelt uns etwas oder uns wird bewusst, was auf uns projiziert wird. Dies kann deine Werte bezüglich Verbindungen im Allgemeinen auch wirklich erneuern. Die Venus in der Jungfrau, gerade in der Opposition zu Saturn in den Fischen, prüft jetzt auch nochmal den Wert unserer Beziehungen und legt uns wirklich nahe, uns von Menschen abzugrenzen, die uns in unserer Entwicklung zum Beispiel nicht gut tun. Oder auf der anderen Seite auch die Verbindungen zu stärken, die uns unterstützen. Venus stellt sozusagen hier den Realitätscheck da. Also den Realitätscheck, dass wir prüfen, wie steht es um unseren Selbstwert, um unsere Finanzen und unsere Ressourcen und unseren Energiehaushalt. Auch eben, wie gesagt, um unsere Selbstfürsorge. Und hier dürfen wir wirklich in die Eigenverantwortung gehen und uns das Ganze betrachten, praktisch, realistisch und auch nüchtern. Wie gesagt, unterstützt uns das Luftzeichen Waage dabei, hier objektiv zu sein, ja, und nicht ganz so emotional zu reagieren. Denn auch dieser Mikromond, er lässt unsere Emotionen kleiner oder auch handsamer erscheinen. Denn der Mond ist ja ganz stark verbunden mit unseren Emotionen. Und wenn der so weit von der Erde entfernt ist, dass er so klein nur sichtbar ist, ist das auch die Symbolik, dass unsere Emotionen vielleicht nicht ganz so hochkochen und es uns erleichtert wird, wirklich hier in diese Transformation auch zu kommen. Die Sonne brennt etwas davon im Emotionalkörper weg. So könnte man das wirklich, diese ringförmige Sonnenfinsternis betrachten. Also die Sonne brennt wirklich etwas Veraltetes, dir nicht mehr Dienliches aus deinem Emotionalkörper weg. Es beleuchtet auch etwas und hilft, etwas aufzudecken, was eben verborgen war. Gefühle oder auch Anteile in dir selbst in Bezug eben auf Beziehungen. Vor allem, wie gesagt, mit dieser Anbindung an den südlichen Mondknoten eben diese karmischen Verbindungen, ja, und auch karmische Verstrickungen. Wir können hier wirklich Bewusstwerdung erlangen, Erkenntnisse erlangen über uns selbst, unser Verhalten, über unsere Strukturen, über unsere Muster und Überzeugungen. Gerade auch so diese unbewussten Reaktionsmuster oder Vermeidungsstrategien oder Abwehrmechanismen. Ebenso genau dieses Ungleichgewicht in uns selbst von männlichen und weiblichen Energien.
Frag dich hier wirklich, was darf die Sonne in dir verbrennen, damit du einen Neustart bekommst, beziehungsweise damit du wirklich diese Wiederholungen aus der Vergangenheit endgültig loslassen kannst. Es wird uns gezeigt, mit wem wir nicht mehr matchen, mit wem wir nicht mehr auf einer Wellenlänge sind, ja, oder mit denen die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Gerade in festen Partnerschaften dürfen wir uns fragen, wie können wir unsere Partnerschaft wirklich aufs nächste Level heben? Wo müssen wir mehr kommunizieren und wieder auf eine Wellenlänge sozusagen kommen? Ja? Dafür ist es wichtig, dich mitzuteilen, in die Kommunikation, ins Gespräch zu gehen, auf der einen Seite dich, wie gesagt, mitzuteilen, zu offenbaren und auf der anderen Seite deinem Gegenüber genau dieselbe Möglichkeit einzuräumen und zuzuhören. Ja, ganz wichtig jetzt in dieser Zeit. Es geht gerade um so Dinge, die wir totgeschwiegen haben, ja, oder die wir ungerne besprechen, die wir ständig von uns wegschieben sozusagen. Genau diese Thematiken wird es betreffen. Und hier ist mein Tipp wirklich, gebt euch Zeit, besprecht nicht alles auf einmal. Ja? Redet heute mal über ein Thema und dann redet morgen nochmal drüber. Also gebt euch Zeit. Dann ist es natürlich so, dass man sich die Frage stellen darf, können wir denn hier eine Lösung finden? Wenn ja, super, dann übernimmt jeder der Parteien sozusagen seine Verantwortung. Und wenn die Antwort ist nein, dann darf ich das auch akzeptieren und loslassen. Wenn wir hier die Dinge auch loslassen oder gelöst haben, dann stärkt das doch auch unsere Beziehungen. Natürlich zu uns selbst, aber auch eben zu unserem Gegenüber. Mars im Skorpion hilft bei der Durchsetzung und auch dabei, die Dinge voranzutreiben. Achte hier vermehrt darauf, nicht in Machtspielchen verwickelt zu werden. Also lass dich nicht davon vereinnahmen. Mit dieser Konstellation können jetzt gerade auch Ängste hochkommen, die damit zu tun haben, deine wahre Natur zu zeigen, sichtbar zu werden und authentisch zu sein. Genau diese Thematik gehört auch transformiert. Wir dürfen wirklich radikal ehrlich mit uns selbst sein und uns von Ego-Strukturen befreien. Dich selbst vor deinen Schatten zu verstecken oder weiter unter Verschluss zu halten, verursacht nur noch mehr Schmerz. Das dürfen wir jetzt auch auflösen. Auch wenn wir auf bestimmte Teile in uns selbst nicht stolz sind oder sie nicht zeigen möchten. Wie gesagt, dass wir hier Scham oder auch Schuld empfinden. Jetzt ist die beste Gelegenheit, uns davon wirklich zu befreien. Die Sonnenfinsternis beleuchtet es, wie gesagt, und bringt es auch ans Licht, damit wir es lösen und transformieren können. Also es ist zu unserem Besten, es ist zu unserem höchsten Wohl, um die neue Version deiner selbst zu werden oder überhaupt werden zu können, um dich zu befreien, um diese unterdrückten Anteile in dir wieder zu integrieren. Und das meine ich mit diesem Reset-Knopf. Wähle jetzt bewusst in diesen Waagethemen dein Verhalten. Deine Entscheidungen und Handlungen basieren auf deinen Lebenserfahrungen und beziehungsdynamischen Erfahrungen. Und da dürfen wir wirklich alle Frieden in uns finden. Tue alles, was nötig ist, um in diese innere Harmonie, in diese innere Balance und diesen inneren Frieden zu kommen, damit du voranschreiten kannst. Das ist ein Part, den wir weiterentwickeln sollen, gerade im Hinblick auf diese Mondknoten im Widder-Themen, ja, also in diesen aufsteigenden Mondknoten-Themen. Und hier dürfen wir uns auch wiederum fragen, wo bin ich denn unzufrieden? Ja, was brauche ich denn verändert? Ja, warum und was kannst du tun, um hier wirklich diese innere Balance wiederherzustellen? Also
Gerade jetzt ist die Selbstverantwortung wirklich groß geschrieben. Wir dürfen in die ehrliche Selbstwahrnehmung gehen und wirklich auch in die Selbstreflexion. Also nimm dir wirklich auch die Zeit dafür. Ende des Monats haben wir dann eine Mondfinsternis und sie wird uns dann zeigen, warum wir mehr wert sind, als wir bisher gedacht haben oder auch zugelassen haben. Und auch in diesem Bezug möchte ich dir gerne sagen, erlaube dir, dich selbst zu lieben, ohne schlechtes Gewissen. Dieser Neumond mit dieser Sonnenfinsternis beleuchtet, wie gesagt, unsere Erfahrungen gerade aus der Vergangenheit in Bezug auf diese Waage-Thematiken. Und hier können wir einen Neustart, einen Reset sozusagen für uns auch stattfinden lassen. Dafür die Fragen, wie gesagt, was musst du loslassen? Vielleicht auch faule Kompromisse, um Platz zu schaffen und zu deiner eigenen Wahrheit zu kommen. Und auch um Erfüllung zu spüren, zum einen in dir selbst, aber natürlich auch in deinen Beziehungen, ja? Und auch um sichtbar zu werden. Also löse die Ursachen tatsächlich, die dahinter stehen. Und diese liegen in dir und diese kannst auch nur du verändern. Ansonsten ist es einfach nur ein Rumdoktorn an den Symptomen. Ja? Also löse die Ursache, nicht nur das Symptom. Dafür ist es eben erforderlich, in diese Selbstreflexion zu gehen und wirklich super, super ehrlich mit uns zu sein. Und auch diese Verletzlichkeit zuzulassen, gerade die, die wir anderen nicht zeigen wollen, ja, damit wir diese Schatten eben auch transformieren können. Und das ist wirklich sehr wertvoll, auch für unsere Selbstliebe, für unseren Selbstwert, für unsere Selbstfürsorge, für unsere emotionale Heilung. Und wenn da einfach Verletzungen sind, dann sitze mit deinen Emotionen, ja. Verschieb's nicht auf morgen oder verdräng's nicht wieder ins Unterbewusstsein, sondern lass es zu. Nimm dir die Zeit für dich, ja. Und ja, diese Verletzlichkeit dürfen wir eben auch zulassen und annehmen und akzeptieren, denn auch das sind Schlüsselwörter für unsere Selbstliebe. Gleichzeitig dürfen wir aber auch darauf achten, andere nicht zu verletzen, ja? Also übernimm auch die Verantwortung für deine Kommunikation, für das, was du sagst, für deine Verhaltensweisen. Und für deine Reaktionsmuster, wie schon gesagt. Das Universum möchte uns eigentlich so neue Standards in Beziehungen bringen. Und zwar sind es Standards wie Wertschätzung, Ehrlichkeit, Ausgewogenheit, dass diese Verbindungen unterstützend sind, dass sie authentisch sind, dass sie auf Augenhöhe stattfinden und hier wirklich eine Win-Win-Situation entsteht und das wirklich als Standard für unsere Beziehungen. Mit der Venus entstehen auch wirklich so Synergien von Geist und Körper, was uns natürlich zu mehr Produktivität bringt und auch wirklich ein Entscheidungshelfer ist, gerade in diesen Thematiken, ja? Also nimm dir wirklich diese Zeit für dich, werde dir bewusst, was dein Herz nicht mehr wiederholen will. Werde dir deine eigenen Bedürfnisse bewusst. Höre auf deine Intuition, wenn etwas beendet werden soll. Das betrifft in dieser Konstellation wirklich vor allem karmische Beziehungen. Hier können ganze karmische Abschlüsse stattfinden, ja, Zyklen gehen zu Ende, kommen zu einem guten Abschluss, ja, und dafür dürfen wir wirklich eigentlich riesig dankbar sein, denn das alles verändert dich innerlich und somit auch deine Ausstrahlung, wie du dich präsentierst in Bezug auf diese Waage-Themen und zieht unweigerlich Neues an, ja, Neues in dein Leben. Diese innere Arbeit ist es also absolut wert, denn genau damit kommen wir nach Hause zu uns selbst auf eine neue Art und Weise. Als Heilstein empfehle ich diesmal den Amethyst. Er wirkt beruhigend auf die Nerven und das Herz und verbessert zudem auch unsere Konzentrationsfähigkeit. Unter dem Kopfkissen verleiht Amethyst zu einem erholsamen und ruhigen Schlaf und
schützt uns vor Albträumen. Außerdem hilft uns der Amethyst uns ja bei so Schwellenenergien. Das heißt, wenn wir einen Wachstumsprozess gerade durchleben, dann hilft er uns auf diese neue Ebene, auf diese neue Version unserer selbst auch zu kommen. Als Heilpflanze empfehle ich diesmal den Kakao. Er kann tatsächlich Glücksgefühle hervorrufen und macht uns wachsamer, auch wacher, ja, und tatsächlich auch bewusster im Hinblick auf uns selbst und unterstützt die Wiedergeburt unseres Herzens. Ich wünsche uns allen eine wundervolle Sonnenfinsternis, eine superschöne Zeit der Heilung und ja auch des Aufblühens unserer wunderbaren Verbindungen, die Festigung und Stärkung unserer ja, lichtvollen Beziehungen und ja vor allen Dingen tatsächlich diese Liebe zu uns selbst. Vielen herzlichen Dank für dein Like, dein Kommentar, dein Abo und dein Zuhören. Ich sende dir ganz viel Liebe, Licht, Kraft und Segen. Bis ganz bald, deine Annabella.